Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit einer Baby-Challenge und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody und ihren Kindern. Und wir bekommen sehr wahrscheinlich heute unsere nächsten Kinder. Und damit sind wir dann bestimmt schon bei so 84, 85 Kindern. Das heißt, wir haben wirklich nicht mehr so viel zu erledigen. Finde ich sehr, sehr cool. Leider ist es Wochenende in-game, was immer ein bisschen schwierig ist, weil die Kiddos dann nicht ausziehen können und wir nicht direkt uns um, ja, neue Kinder kümmern können. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist alles kein Problem hier mit uns, ja? Trotzdem dürfen die natürlich hart arbeiten, damit sie dann am Montag auf jeden Fall direkt altern können. Und auch die kleinen Kinder hier, die können sich auf jeden Fall auch um ihre Fähigkeiten kümmern. Ach, der ist schon Level 4. Na dann, hat er schon seine Hausaufgaben fertig? Wow, ihr seid Musterkinder. Okay, sie noch nicht. Aber sie kann das auch tun. Abschlussball. Nee, wir gehen nicht zum Abschlussball. Ich habe kein Interesse, wenn ich ehrlich bin. Melody ist unfassbar müde. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. So, wir haben hier noch mehr solche Bilder. Das wird jetzt unsere Himmelwand oder so. Wieso chillt ihr alle hier auf dem Klo? Hallo? Ich finde das ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Sally kann anscheinend einige Dinge auf Sozialhase posten. Wild. Weil sie Hausaufgaben gemacht hat. Okay, wild. Aber das Update, was jetzt kam, scheint das Spiel wieder ein bisschen stabiler gemacht zu haben. Das finde ich sehr, sehr toll. Weil selbst dieser Save-File funktioniert gerade gut. Und das war ja sowieso immer so ein Problem-Save-File. Oh, irgendwer ist gestorben. Philipp Mondschein ist gestorben. Oh mein Gott. Deswegen hat Sally jetzt auch Angst vorm Tod. That's kinda creepy, not gonna lie. Ich möchte wissen, was passiert ist. Philipp hat einen flachen Witz gehört und hat ein bisschen zu heftig gelacht. Ja, schade. Sie wünscht sich ein Kind zu haben. Das finde ich sehr passend. Sie platzt auf jeden Fall schon wieder aus allen Nähten. Melody copt das Ganze wieder schön mit dem Stricken. Wie immer. Man kennt sie halt auch einfach nicht mehr anders, ne? Aber eigentlich ist das süß, dass sie so tough ist und so, dass sie halt mittlerweile halt ihre Möglichkeiten gefunden hat, um nicht mehr die Trauer so über sie kommen zu lassen. Und ich meine, sie erwartet jetzt ja auch schon bald wieder neue Kinder und so. Also ich nicht, dass das besser macht, dass ihr eines Kind gestorben ist. Aber sie hat halt trotzdem jetzt was, worauf sie sich wieder freuen kann und so, ne? Theoretisch könnte man das hier auch mal abschließen, ne? Ich weiß nur nicht, wie man das Grillkäse-Sandwich im Weltraum isst, wenn ich ehrlich bin. Also muss man dafür einfach mit der Rakete fliegen und dann hoffen? Oder ein Grillkäse-Sandwich im Inventar haben oder sowas, während man in den Weltall fliegt. I don't know. Es wäre halt auch mal gut zu wissen, so. Sie wünscht sich also von ihrem Bestreben aus, dass sie einen normalen Staubsauger und einen Handstaubsauger kauft. Deswegen machen wir das kurz. Wieso zählt das nicht? Ah doch, ich wollte schon sagen. Den einen kann man ja hier hinten so in die Ecke stellen. Den Handstaubsauger nimmt sie auch einfach mal ins Inventar. Damit kann man ja auch, glaube ich, die Kinder absaugen teilweise und sowas. Das ist ganz wild. Das können wir auch mal ausprobieren. Ich habe keine Nachricht darüber bekommen, dass sie schon Level 4 ist. Dann hätte ich sie ja schon aufhören lassen. Sie muss sich ja hier nicht weiter quälen. Sie hat einfach 7600 Punkte, Bro. Aber ich würde vielleicht noch warten, bis wir vielleicht davon was kaufen können. Also für immer satt oder niemals erschöpft. Also zumindest für immer satt ist auf jeden Fall schlau. Aber wie gesagt, das mit dem Grillkäse könnte man ja machen, wenn mal wieder diese Geekcon ist. Weil da kann man ja auch ins Weltall fliegen, dass man vorher einfach einen Grillkäse da reinklatscht und dass man sie dann vielleicht in den Weltraum fliegen lässt. I don't know, ob das funktioniert, aber ich würde es versuchen. Das Zeichen blinkt. Das heißt, sie kriegt gleich ihr Kind. Yay! Dann bekommen wir natürlich das Baby im Krankenhaus. Hallo? Arbeitet hier jemand oder nicht? Sieht nicht so aus. Mortimer Grusel, was geht ab? Jetzt möchte sie mit Nebuja plaudern. Hallo? Krieg jetzt einfach dein Kind. Das ist wichtiger als zu plaudern. Okay, sie geht anscheinend zumindest schon mal zur Station. Das ist schon mal gut. Ich bin sehr gespannt. Ein Junge! Ich weiß nicht, ob wir schon einen Linus haben, aber ich nenne das Kind jetzt erstmal Linus. Und ein Mädchen. Wie wäre es mit Penny? Merkt man, dass ich zurzeit viel Stardew Valley spiele? Vielleicht. Es scheinen nur Zwillinge zu sein. Dann sind wir jetzt bei 84 Kindern. Crazy shit. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder warten, bis die Großen weg sind, damit wir wieder schwanger werden können. Also ich meine, für ein Kind, wie gesagt, lohnt es sich halt einfach nicht schwanger zu werden in dieser Challenge. Es dauert halt dann viel zu lange. Und ich meine, morgen wäre es ja wahrscheinlich auch soweit, bis die dann weg sind. Also wäre das ja dann sehr passend. Die beiden haben, glaube ich, gar keinen Bock auf ihre Geschwister. Schade. Wie sehr wollen die Teller blinken? Ja. Ich finde auch süß, dass dieser Teddy hier sitzt. Oh, Victor Feng ist auch gestorben. Schade. Oh, Victor war sehr wütend. Heute ist Rabatttag.
Deswegen gönnen wir uns auf jeden Fall irgendwas, was über 500 Simoleons kostet. Weil wir wollen das natürlich abschließen. Wie wäre es einfach mit einem Teleskop? Ich glaube, wir hatten noch keinen neuen, mit dem wir was haben wollten, oder? Wir kennen eindeutig zu viele Leute übrigens. Wenn die Kinder in der Schule sind, können wir ja kurzzeitig mal nach Copperdale oder sowas reisen. Und da mal schauen, was da so abgeht. Und uns da mal einschnappen. Ich meine, hey, vielleicht funktioniert das ja heute ein bisschen schneller mit dem Schwangerwerden. Das wäre super toll. Weil ich hasse es, dass das derzeit immer nicht direkt funktioniert. Okay, auf geht's, ab geht's. Ja, Familie Price ginge natürlich. Warum wohnt Yamachan da? Kennen wir Yamachan schon? Haben wir schon mit dem geredet? Weil sonst könnten wir jetzt auch einfach mal Yamachan machen. Ich glaube, wir haben noch nicht mit dem geredet. Ist gerade nicht zufällig irgendein Fest oder sowas? Nein, ist es nicht. Aber Yamachan ist hier. Selfie mit Yamachan machen. Na, let's go. Kann man überhaupt mit Yamachan ein Kind machen? Ich hoffe. Die Stadt ist schon echt hübsch. Wenn man hier so vorbeiläuft, den Bergtanz tanzen. Verwirrt mich sehr. Ich kann ihn auch umbringen. Nee, doch nicht. Aber man kann scheinbar nicht normal mit ihm interagieren. Dann gehen wir wohl doch nach Copperdale. Die Eltern von Ash. Und Ash ist so eine hübsche. Also, wenn ich so gute Gene abknöpfen kann, dann gönne ich sie mir auch. Guck mal, da ist er doch direkt. Bezaubernd vorstellen. Schau, keiner kann uns widerstehen hier. Er ist auf jeden Fall down. Aber wer ist es nicht? Sie ist energiegeladen, weil mit Yamachan getanzt hat. Okay. Wieso haben die ein Techtelmechtel? Ich habe nichts ausgewählt. Ich habe nur erster Kuss gedrückt. Ich kann auch nicht mal ins Haus gucken. Vernünftig. Vielleicht auch besser so. Ich finde es ja schon ein bisschen witzig. Na gut, dann kann sie ja auch nach Hause gehen. Ich meine, wir werden ihn trotzdem einladen, weil ich glaube nicht, dass sie direkt schwanger geworden ist. Aber das war jetzt schon sehr wild. Toll, Rechnungen sind jetzt auch da. Wir hassen alles hier. Wenn sie fertig mit ihrem ganzen Scheiß ist, kann sie auf jeden Fall ihn einladen. Weil den brauchen wir so oder so. Yay, Jackie, Sally, woo! Die Schulprojekte finde ich auch toll. Happy Birthday to you! Yay! Und sie ist Kind der Inseln und möchte Leitwolf werden. Abschluss mit Abzeichnung, woo! So, die nächste ist dran. Oh, er betört einfach meine Tochter. Hallo? Ich finde das ein bisschen sexual hier. Das ist nicht in Ordnung. Happy Birthday to you. Oh mein Gott, er hat einfach ein Stück von der Torte genommen. Was ist mit ihm? Sie ist böse. Okay. Möchte den Seelenverwandten finden. Nimm mal lieber, du bummst jetzt mit mir. Das ist mir egal. Dann kommt sie nämlich auch raus. Kann sie aufhören, so traurig zu sein? Hallo. Wir brauchen ein Kind. So. Jetzt ist er schon wieder mehr into me. Try for pregnancy. Das ist zumindest schon mal eine andere Interaktion als letztes Mal. Das wäre ja schon mal toll, wenn das dann funktionieren würde. Have fun. So, bitte lass es klappen. Schwangerschaftstest. Let's go. We deserve it. Let's go, let's go. Hallo? Bitte? Ja! Wow. Das hat beim ersten Mal funktioniert. Ich bin so stolz. Das kenne ich gar nicht mehr. Aber da das hier alles so glatt lief, finde ich ganz toll. Würde ich jetzt aber sagen, dass wir den Part dann auch hier beenden. Und ja, wieder wild weiter. Dies, das, Ananas. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss! Ah!